Es ist absolut essentiell, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, was wir tun können, um junge Menschen für das Genre Oper und im Allgemeinen für klassische Musik zu interessieren. Die Zeiten sind leider vorbei, in denen diese Rolle von den Eltern übernommen wurde oder von der Schule übernommen wurde. Auch dort in den Schulen wird Musik- und Kunstunterricht immer weiter gestrichen. Das heißt, wir müssen irgendeinen anderen Weg finden, diesen Menschen den Zugang zu den Erstzugang zur klassischen Musik zu ermöglichen. Denn es ist ja nicht so, dass es denen gar nicht gefallen würde. Es ist nur so, sie kennen es nicht und weil sie es nicht kennen, wissen sie nicht, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und diesen ersten Schritt zu machen, einmal ein Opernhaus von innen gesehen zu haben, einmal vielleicht sogar hinter die Kulissen zu schauen, zu sehen, was für ein ungeheurer Apparat da am Arbeiten ist, um diese Illusion auf der Bühne zu ermöglichen. Ich glaube, da würden viele junge Menschen Feuer fangen. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, auch in den 50er Jahren konnte man in der Zeitung lesen, dass das Genre Oper am Aussterben ist. Auch da hat man schon geglaubt, dass es einen Niedergang gibt. Von dem sind wir auch heute noch weit entfernt. Es gibt immer wieder Krisen, gerade wenn es wirtschaftliche Probleme gibt und dann entsprechend weder vom Staat noch von privaten Sponsoren genug Geld kommt, um alle Opernbetriebe gleichermaßen aufrechtzuerhalten. Das ist sehr tragisch, aber wir dürfen nicht vergessen, ein durchschnittliches Opernpublikum ist das, das Zeit und Geld hat. Denn auch wenn es stark subventioniert ist, es kostet eben mehr als eine Kinokarte, weil es ist ja auch live. Es ist ein, wie ich gerade gesagt habe, ungeheurer Aufwand dahinter. Es ist nicht nur jemand in einem Vorführraum, der einen gemieteten Film vorführt, sondern es ist wirklich etwas, was lange, lange Proben braucht und was dann für wenige Aufführungen zu sehen ist. Und die Schicht in unserer Bevölkerung, die am ehesten Zeit und am ehesten etwas Geld hat, sind nun mal ältere Menschen. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn man vielleicht nicht mehr arbeitet oder weniger arbeiten muss, wenn man sich im Laufe der Jahre einen gewissen Lebensstandard geschaffen hat, dann hat man mehr Zeit für die Oper. Und deshalb ist es klar, dass junge Menschen in die Oper kommen müssen, um sie zum ersten Mal kennenzulernen. Auch wenn sie dann vielleicht 20 Jahre nicht wiederkommen, sondern erst, wenn sie dann selbst in der Lage sind. Also Schüler, Studenten müssen immer wieder animiert werden, Zugang zur klassischen Musik zu finden, damit sie dann die zukünftige ältere Generation der Musikliebhaber sind.